Was wir haben, nennt man Verständigungsprobleme, hä? Hier brauchen wir Topspeed. Ach, das war's wohl mit Topspeed. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ach, jetzt wird's ekelhaft. Auf die andere Seite. Hui! Was geht ab, Freshy? Ja, jetzt muss ich trampeln, weil ich keinen Topspeed hatte. Nichts außer krank sein. Was genau hast du denn? Ist es so schlimm? Typischer Männerschnupfen, also okay, kurz vorm Sterben. Ja, ja. Aber das geht wieder weg. Es bleibt ja nicht lang. Also mir geht es dann immer einen Tag beschissen, danach geht's wieder. Oh, ich bin falsch. Ich muss eigentlich da lang. Jetzt habe ich mein Fahrradlicht nicht gefunden, deshalb müssen wir schauen, dass ich vor der Dunkelheit wieder zu Hause ankomme. Naja, obwohl ich könnte auch Handylicht anmachen, ne? Ozilei! Kriminell zur Linea? Ich gehe ungern für sowas zum Arzt. Ja, ist aber dein gutes Recht, Junge. Man ist ja auch scheiße, wenn du deinen Urlaub so verbringst. Hey. Hier läuft wieder irgendeine Scheiße in der Arena, glaube ich. Was ist denn hier los? Die haben hier die Straßen gesperrt. Boah, geil, oder? Richtig geile Aussicht. Ja, sieht richtig fett aus gerade. Das ist so ein Anblick eigentlich, um jetzt eine zu qualmen, ne? Diese scheiß nikotinfreien E-Zigaretten. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Und die Runde ist lang.
aber heute hat doch keiner gespielt. Wo kommen die her, die Leute? Na, wir sind jetzt hier gerade neben der Arena. Links von uns ist die Arena. Was ist das für ein Trikot da? Hamburg? Sea Devils. Hm. Ich komme hier nicht mal durch. Oha, lang. Ja. Wieder jetzt auch durch. Ah, ich war neugierig, Fresh. Bin ich immer noch gerade. Ich wollte ein bisschen abchecken. Und der andere. Gleich ein Konzert oder so? Da mal wieder auf Topspeed! Schalke! Oh, ich habe eine Fliege verspeist. Ekelhaft. Football. Ah. Deshalb auch ganz viel Polizei hier gerade links. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo lang, ja. Ich glaube, ich bin zu weit gefahren. Ich hab keine Klingel. Doch, hab ich.
Danke. Bitte. Hop. Alter, die Straße müssen sie noch machen hier. Ja, guck mal, die Straße fährt bis nach Gelsenkirchen Zentrum. Mit dem Fahrrad ungefähr eine halbe Stunde. So, glaube ich, 12 Kilometer, glaube ich, bis dahin sogar. Aber so weit fahre ich heute nicht. Danke! Fährst du eigentlich noch Motorrad, Fresh? Geil. Ah, doch, hier bin ich richtig. Hier wollte ich hin. Was haben die hier gemacht? So, Gelsenkirchen-Beckhausen, 5 Kilometer von hier. Da wollen wir hin. Und hier irgendwo gab es einen Kiosk. Da tanken wir Energie. Ja, obwohl ich jetzt kein Red Bull mehr trinken darf. Ich wollte eigentlich gleich schlafen gehen. Naja. Ah, das war mal ein Kiosk. Jetzt ist es ein Burgerladen geworden. Da vorne ist einer. Gucken wir mal. Auch komisch aus. Rhythmus wieder finden? Nein, Mann. Nur, ich habe morgen früh wieder was zu tun. Fahren wir mal gekriegt weiter. Ich muss ja den Wagen morgen abgeben, morgen früh. Und heute bin ich auch schon seit 4 Uhr morgens wach. Habe 12 Stunden auf Kahn aufgepasst, weil Frau heute 12 Stunden hat, Fresh. Und kann erst ab morgen wieder in meinen Gaming-Rhythmus, wenn das morgen durch ist. Deshalb, wenn ich mich jetzt irgendwie kaputt zocke später, Alter, dann ist Katastrophe. Ja, das wird gleich so ekelhaft, wenn ich wieder nach Buhr hochfahren muss. Freue mich schon. Ah, warum tue ich mir das an? Ich muss abspecken, Junge. Ist das da auch ein Kiosk? Ich glaube, das ist ein Kiosk.
Da fahren wir mal rein. Laufen wir mal ein bisschen weiter. Guck mal, hier ist auch voll. Hier kommen die Leute auch von überall gerade. So wahnsinnig, nee, das geht schon. Geht voll klar. Ein Jahr, Froschi, ein Jahr. Will mein Sixpack wieder zurück haben. Ganz viel Fahrradfahren, ganz viel Krafttraining, wenn auch zu Hause, ist scheißegal. Durchziehen. Back to the roots. Oh, ist hier den Zecheberg. Der ist so weit weg, Alter.
jetzt hier nach rechts. Da geht's zum Friedhof, oh Gott. Oh mein Gott. Aber ich muss da hin. Anliegerfrei, komme ich da durch? Weiß ich gar nicht. Werden wir sehen. Oh nein. Ich glaube, das ist falsch. Nee. Da hinten geht's nach links. Geht so langsam wieder hoch. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, Gelsenkirchen-Beckhausen. Bisschen Speed. Ja, die Straße ist mir neu. Ah. Wow, wow, wow. Chill, chill. Ruhig.
So, jetzt heißt es eigentlich nur geradeaus nach oben. Chef, das ist die falsche Straßenseite. Nicht gut. Nicht gut. Jetzt wird's ekelhaft. Scheiße. So, und hier nach dieser Brücke hier unter diesem Tunnel bin ich wieder in meiner Hood. Und meine Hood ist ja ziemlich lang. Ja, der hat dann noch sein Kitty dabei gehabt, so bring ihm das doch nicht so falsch bei, weißt du? Dann macht er das auch selber, weil das ist meinem Cousin schon mal passiert. Das Auto bei ihm reingekracht, er war schuld. Hier die auch? Was ist denn los bei denen? Oder ist das eine, die man beidseitig befahren kann? Solche gibt es ja auch, aber das macht hier keinen Sinn, weil auf der anderen Straßenseite ist auch ein Radweg. Ich werde gerade in die Jungfahrt von meinem Sessel. Das macht meiner mit mir ständig. Aber bei dir sieht's anders aus. Ich hab da so meine Probleme mit. Ich rede vom Fahrrad. Ja, 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 ich auch, natürlich, ich auch. Wovon sonst? Platz da, der Don fährt euch alle um. Nein, macht er doch nicht. Wer ist denn da angetanzt gekommen hier? Ach, der hat so einen hellblauen Namen, ich kann es nicht lesen. Ist das der Julian? Boah, ist das ekelhaft gerade, mal hier hochzufahren. Junge! So eine Scheiße aber auch. Weißt du, wenn man den Splash braucht, dann ist er nicht da. Ich brauche jetzt jemanden, den ich beleidigen kann. So hardcore einfach, weil alles weh tut. Ach, da ist er ja. Hey Splash, was geht? Schalke!
macht er einmal Sport. Ich mache Dauersport, Junge. Aber vor kurzem erst wieder so richtig angefangen. Und jetzt ziehen wir das auch gemeinsam durch. Topspeed! Okay, wieder kein Topspeed. Wir verlängern die Route jetzt mal ein bisschen, weil wir ziemlich gut durchgekommen sind. Hey Maddie, was geht? Down, mach langsam, ist viel zu schnell, Down! Ey, wie lange fahre ich schon? Keine Stunde ist das jetzt, glaube ich. Das ging echt schnell. Alter, die haben sogar bis hier hingeparkt, ne? So, hier vorne machen wir kurz Pause. Puh. Wow, wow. Sei keine Pussy und mach Aids. Bock hab ich ja, Alter. Nur habe ich keinen Bock, Stress mit den Amjas zu bekommen nachher. Obwohl, die sind anderweitig beschäftigt wegen dem Spiel heute. Oh, diese Fliegen. Ah. Schalke. So. Voila, wir machen eine Tour. Noch eine schnelle Tour. Guck mal, wie voll das hier ist jetzt. Ja, fresh in nächste Mal, wenn du wieder in NRW bist, dann machen wir mal zusammen eine Tour. Halten wir wieder auf der Autobahnbrücke an? Weiß ich nicht. Verlieren wir Zeit. Oder Bruder, das gibt Ärger. Das gibt Ärger, wenn die mich jetzt packen. Ohne Scheiße. Oh nein! Bitte nicht! Oh, falscher Gang.
Hier sind wir wieder auf der Brücke. Alter Schwede, wie voll das jetzt geworden ist. Da geht ja mal gar nichts da vorne. Ja. Wow. So, hier müssen wir Zeit gut machen. Bro, der fährt halt auch mit dem Licht, ne? Hier gleich auf Nummer sicher. Irgendwo konnte ich hier auch Licht anmachen. Feature. Flash. Yes. Ja.
Ah. Ein bisschen schneller angekommen als vorher hier. So, jetzt nonstop weiter. Schön machst du das, Digga. Schön. Wir merken uns, 20 Uhr ist Finish. Muss ich mich ein bisschen besser aufrüsten, wenn ich lange Fahrten machen will oder früh genug raus. Jetzt wird's frisch unten rum. Ey, mein Arsch tut weh, Alter. Also, ich brauche auf jeden Fall einen besseren Sitz. Einen gemütlicheren Sitz. Ah, mein Hintern! Das hat man nur am Anfang, wird viel besser, ja, dann gewöhnt man sich dran, ne, dass man irgendwas im Hintern stecken hat. Ah!
Hört man den Follow-Sound nicht? Warum denn nicht? Willst du auch hören? Ey, wo bin ich hier vorhin lang gefahren? Bin ich hier rechts rein? Nein, ne? Ich glaube weiter geradeaus. Ja, ja. Ich habe eigentlich die Alerts an. Eigentlich müssten die angezeigt werden. Meine Güte, ist das voll hier, wirklich. Eigentlich ist das hier voll die chillige Straße. Mit welchem Restaurant? Mit Sultan of the Meat, wo ich am Mitwerken war. Der Laden läuft, wenn du den meinst. So, hier nach rechts. Oh. Ja, der Laden läuft. Nur bin ich da raus. Eine Woche vor Öffnung bin ich da rausgegangen. Nach Anfangsschwierigkeiten haben die den Laden jetzt aber im Griff. Warum bist du raus? Da gab es eine Partei. Ja, da hat es nicht so gepasst von der Harmonie her. Ich bin da rein durch die Brüder vom Sultansarai. Ne, mit denen bin ich immer noch cool. Und bin auch sehr oft noch da. Nur bei der einen Partei war ich so ein bisschen festgefahren, weißt du? Und wenn ich sowas mache, dann arbeite ich professionell. Und bei denen habe ich halt gemerkt, okay, da werde ich mich nicht durchsetzen können, weil die einfach ein geschlossenes System waren von der Familie her. Was auch völlig okay ist, ne? Nur wurde das Ganze am Anfang anders kommuniziert. Aber wir sind da cool raus. Also ich habe da alles vorbereitet gehabt und auch Team schon alles fertig gehabt. Und damit sind sie auch an den Start gegangen. Und heute läuft es sehr gut. Freut mich auch für die. Aber ich sag immer, nichts passiert ohne Grund. Ne? Kurz danach bin ich ja Vater geworden. Und dann wäre ich eh raus gewesen. Ne? Aber wenn ihr mal in Gelsenkirchen seid, dann solltet ihr auf jeden Fall mal ins Sultansarai gehen. Und da mal schön Kebab essen oder halt im Sultan of the Meat schön Steak essen. Qualitativ hochwertig.
So, ich glaube noch eine Kurve da hinten, dann sind wir wieder in Beckhausen. Und dann geht's wieder in die Hut. Hier runter war das, ne? Also habe ich einen Platten. So. Drei Jahre schon. Krass. Ah, freut mich. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Jetzt heißt es wieder hochfahren. Jetzt wird es wieder ekelhaft. Ich habe grün. Ups. Thorsten, dann kennst du natürlich die Hut hier, ne, wo ich gerade bin. Ich bin ja da oben bei Zeche Hugo unterwegs. Das geht nie ab. Montana Black, bist du's? Hau ab lang! Geh mir nicht auf den Sack! Born Tobe 3! Du wilder Rennfahrer! Komm mal ran! Ich hole dich ab, ab geht's! Ey, die komplette Straße hier, ne? Das war komplett Baustelle. Das ging, glaube ich, sogar über Jahre, ey, dass sie das hier fertig gemacht haben. Aber es ist jetzt wirklich sehr schön geworden. Alles ausreden, Try, alles ausreden. Oh oh, meine Kette meckert. Nein! Nicht jetzt! Dongbike, halt durch! Ich glaube, ich muss die mal ölen. Oh, fuck. Thorsten, mach's gut. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Das sind meine Hut-Sirenen, alle 10 Meter Krankenwagen und Dönerläden. Ja, Bro. Das ist jetzt aber wirklich nur Zufall, ja, weil heute irgendwie wieder irgendwas in der Arena ist. Irgendwie Football oder so, meinte vorhin Freshy. Diese Finals irgendwas. So, wie lange fahre ich? 1,5 Stunden. Zweimal die Tour gefahren, sehr gut. 20.15 Uhr. Und es ist richtig dunkel geworden. Jetzt habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich hier bei dem Programm
auch Licht anmachen kann hinten. Sonst hätten wir ein Problem gehabt, obwohl die Polizei, glaube ich, anderweitig beschäftigt ist heute. Gut, siehst du aus, fresh wie eh und wie, aber was? Fix und fertig gerade. Ah, gut getan. Machen wir öfter. Was hast du Aslan gesagt, als er gefilmt wurde? Der wurde heute Morgen schon gefilmt. Ich war mit Babydon heute auch am Spazieren. Und da meinte der, ey, bist du 24/7 live? Da habe ich gesagt, nee, nicht ganz. So, ich sag mal so, in dem Bereich kennt man mich. Und das ist auch gut. Auch meine Familie, also auch Babydon. Babydon ist hier sowieso bekannt. Die ganze Nachbarschaft kennt ihn. So, Leute, Don fertig. Ich weiß nicht, ob ich nachher auch irgendwie zocke oder sowas. Vielleicht gehe ich auch pennen, weil ich morgen früh raus muss. Ansonsten, morgen früh bin ich auf jeden Fall live. Da spazieren wir Weltdienstarena. Und die Umgebung? Denk mal so 7:15 Uhr morgens. Auf jeden Fall. Bis dann.